Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 1 Part 19. Mir war gerade an der Stelle, wo ich nicht weitergekommen bin. Wir machen mal schnell weiter. Versuchen es weiter zu schaffen. Genau, Alchek. Wir sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Höhenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Sie haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Unglaublich. Weißt du, ich finde es ein Witz. Ich hab den ganz klar getroffen. Ich hab ihn nämlich. Das kann man jetzt schon wieder vergessen. Mein Bruder hat das auch schon gespielt. Er hat es mit 9% geschafft. Er hat es mit 9% geschafft. Nur noch eine Minute, dann sollte es wieder funktionieren. Er hat mit 9% pro Lebenskraft. Oh shit. Oh shit. Fuck. Das wird hart. Weißt du, warum treffe ich denn das? Ich glaube. Ich hab das Ding gleich repariert. Nur noch einen Moment. Ja! Ja! Jawohl! Gott sei Dank! Die Zielerfassung ist wieder online. Ansonsten den Weg in den sicheren Orbit freischießen. Sobald wir das Feld hinter uns gelassen haben, gehe ich wieder auf Autopilot. Wir treffen uns an der Monorail-Station, wenn ich fertig bin. Oh, jawohl! Endlich habe ich es geschafft. Also, falls ihr den anderen Parten anguckt habt. Scheiße, das wollte ich jetzt nicht. Ich speichere nämlich. Ja, doch, komm. Jetzt sind wir schon drauf. Jetzt speichern wir auch schnell. Ich hab's in Part 18 habe ich's nicht geschafft. Da bin ich fast verzweifelt dran. Und jetzt habe ich's endlich geschafft. Endlich. Oh Gott. Bin ich froh. Jetzt gehen wir wieder zurück, muss ich ja. Ja. Wenn ich so schnell schieße, wie das Ding jetzt. So präzise und perfekt. Hätte ich's locker geschafft. Eintritt Vakuum. Eintritt Schwerelosigkeit. Es war klar, dass da jetzt irgendwas kommen muss. Mal Luft, da muss ich auch drauf achten, weil die könnte knapp werden mit der Zeit. Aber die Viecher muss ich halt ausschalten. Nachlade. Geld hat er verloren. Bei Dead Space Extraction war hier oben ja so ein riesiges Viech. Das war so ein ziemlicher Endgegner, kann man fast sagen. Aber das könnt ihr, also wer Dead Space Extraction hat, der weiß, der, das ist dann auch. Oder wer sich holen will, also Dead Space Extraction ist ein cooles Spiel. Ende des Vakuums. Jetzt muss ich wieder zurück. Oh je. Ja. Oh. Isaac Hammond? Ihr werdet das nicht glauben. Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es füllt das ganze Deck mit diesem organischen Zeug. Wir werden bald keine Luft mehr zum Atmen haben. Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können. Kommt zur Krankenstation. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Hört das denn nie auf? Isaac, gehen Sie rüber zur Krankenstation und mischen Sie, was immer Kendra Ihnen sagt. Ich gehe rüber zu den Hydrokulturen. Wenn ich das Ganze verlangsamen kann, haben wir vielleicht genug Luft, um es zu bekämpfen. Gut.
Aber erstmal gucken, wo das hier jetzt nichts kommt, was der wahrscheinlich der Fall sein wird. Da ist nichts. Sehr schön. Man denkt echt immer bei Dead Space, bei jeder Ecke kommt was. Das ist unglaublich. Die Spannung ist einfach. Die hast du in keinem anderen Spiel. Das ist einmalig. Da ist jetzt hoffentlich kein Gang zur Seite oder so, aber die Türe. Was ist das, Alter? Ein Tintefisch oder was? Hoffentlich kommt dann jetzt nicht mehr. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Wo zum Henker? Wo? Au! Scheiß Viech, komm her! Volltreffer. Das ist das erste Mal, dass die auftaucht sind. Ich schätze mal zwei, also in die Mitte da. Da in den großen Raum wieder. Das Kostüm sieht so geil aus. Ich habe ja schon einen Anzug Level 3 aufgesammelt, aber ich habe noch nicht eingelöst am Shop. Das muss ich noch machen, sobald ich die Möglichkeit dazu habe. Ich hab da irgendwo einen Nekromorph, glaube ich, gehört, aber vielleicht war es auch bloß Täuschung. Da ist ja keiner. Nee. Na, gehen wir einfach schnell weiter. Da müsste ein Shop sein. Ja, da ist ein Shop. Da hoffen wir, dass da auch nichts anderes ist. Nee, da ist nichts anderes. Oh, jawohl. Ein Shop. Dann verkaufen wir erstmal unsere ganze Platine und Zeugen, was wir alles kriegt denn. Anzug Level 3, Laserkanone, Energiekanone, Strahlmunition, Impulsprojektile. Okay, erstmal Sache verkaufen. Bevor man den Anzug Level 3 benutzt. Hier. Halbleiter Gold. Verkaufen. Ja. Halbleiter Rubin. Verkaufen. Ja. Der Rest brauche ich. Okay. Dann nehmen wir jetzt noch den Anzug Level 3. Jawohl, Alter, ich bin so gespannt, wie der aussieht. Bestimmt ist das dermaßen geil. Yeah. Okay, der Eindruck ist Hammer. Die Panzerung ist ja brutal. Gut, das war's. Ich habe nichts mehr. Ich habe, wie gesagt, ich spiele das Spiel nur mit Plasma-Cutter durch, also kaufe ich keine andere Waffe. Es tut mir leid. Aber ich bekomme zum Schluss eine Gold-Trophäe und ich zeige euch praktisch auch dort gleich, wie das dann geht. Also wie es funktioniert mit dem Plasma-Cutter. Scheiß Viech. Ihr hört es bestimmt auch. Einfach mal rum. Wow. Ach du Scheiße. Das spuckt so Zeug. So Säure oder sowas. Verdammt. Was, das habe ich braucht hier, oder? Ja. Jawohl. Was war das hier gerade? Ah, hier. Plasma-Energie brauche ich noch. Dann gehen wir in das nächste Kapitel. Wenn du den Weg hier in die Kapsel reinfindest. Okay, im grünen Bereich sind wir. Glaube ich zumindest, oder? Kanonenfutter, ja. Den Namen habe ich, die Trophäe habe ich mir, glaube ich, verdient.
Quatsch, speichern, ja. Drohende Vernichtung abgeschlossen. Okay, wir sehen uns in Part 20 wieder. Oh Scheiße, jetzt bin ich schon zurückgegangen. Egal, dann mache ich kurz da Stopp, wenn wir ankommen sind in der nächsten Station. Wir gehen in den roten Bereich, das ist der grüne jetzt. Ach du Scheiße. Schnell Stopp drücke und wir sehen uns in Kapitel, in Part 20 wieder. Bis dann, ciao.